Kunstflug im Helikopter ist ja nichts mehr Neues. Wir haben ja einen Haufen kleine Helikopter, die 3D-Kunstflug machen. Aber hier die großen mit der Turbine. Wir haben hier unser neues Fernsteuersystem. Der Sender heißt Core. Wir haben als System haben wir hier einen Linux-Computer am Laufen. Die ganze Menüeingabe läuft über Touchscreen. Der Bildschirm ist voll Sonnenlicht lesbar. Wir haben eine flache Funktionshierarchie. Wir können hier ganz schnell und einfach Funktionen anlegen, können Servos zuordnen, so viel man möchte pro Funktion. Man kann die Servos dann umpolen, Wege einstellen und so weiter. Wir haben aus dem Vollen gefräste Aluminiumsticks mit Hallsensorik. Auch die Lineargeber hier seitlich und die Drehregler hier oben sind Metallsensoren. Also wir haben im ganzen Sender keine Potties mehr verbaut. Ja, wir haben zwei HF-Funkstrecken drin, völlig separat. Wir haben zwei Akkus drin, also auch hier Redundanz in der Stromversorgung. Wir haben hier unten eine Kopfhörerbuchse, wir haben die Ladebuchse, zweimal USB und einen Ausgang, für den man als Servotester benutzen kann. Ja. Ich habe mal probiert mit den Steuerknöpfen, die gehen sehr leicht. Kann man die auch noch verstellen? Ja, natürlich, die kann man in der Härte einstellen, natürlich kann man auch den Mode umstellen. Es wird später dann auch nochmal längere Steuerknüppel geben. Man kann Knüppelschalter nachrüsten. Da ist also alles relativ flexibel. Ja. Und welche Reichweite wird diese Fernsteuerung in etwa haben? Ja, wir konnten ja das Veatronic-Funkübertragungssystem, da konnten wir Teile davon verwenden. Da ist ja bekannt, wir haben also die dreifache Reichweite von allen anderen Systemen und damit natürlich auch eine sehr hohe Störsicherheit in dem Bereich. Zu guter Letzt, die letzte Frage. Was kostet der Spaß? Der Sender wird 2490 Euro kosten. Am Anfang haben wir so ein Starter-Set, da sind dann auch drei Empfänger dabei. Da kann man nicht meckern. Da sind sie gut aufgestellt. Ja, würde ich sagen. Und die anderen müssen sich etwas wärmer anziehen. Ja, so. Also vielen Dank und ich wünsche Ihnen, dass Sie möglichst schnell mit diesen auf den Markt kommen. Wann wird die ungefähr erscheinen? Wir haben uns jetzt als Ziel gesetzt, nächstes Jahr um diese Zeit, also zur JetPower 2018, dass wir verkaufsfähig sind. Wir haben noch sehr viel zu testen und ja, Software ergänzen, was jetzt noch fehlt. Und das werden wir bis nächstes Jahr abgeschlossen haben. Eine glückliche Hand und dass wir dann viele zufriedene Kunden haben. Okay, gerne. Dankeschön. Gerne.